ich bin's Alena. In dem heutigen Montagsvideo dreht sich alles um die Organisation des Papierkrams. Ich habe dazu bereits schon einige Videos gemacht, die verlinke ich dir selbstverständlich hier oben im i. Und dann würde ich sagen, geht es einfach heute darum, wie du deinen Papierkram am besten organisierst, wo du am besten anfängst und natürlich auch, was du aufheben solltest im Rahmen der Aufbewahrungsfristen für die privaten Unterlagen. Dieses schicke Blatt findest du kostenfrei auf meinem Blog. Guck dazu einfach in die Videobeschreibung vorbei, das heißt, das ist absolut kostenlos. Und du kannst es dir downloaden und dann deine Unterlagen auch gleich in Angriff nehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bei den Unterlagen ist es nun mal alles an einem Ort sammeln. Ja, ich weiß, das klingt schrecklich, ist es auch, macht keinen Spaß, auch wenn ich Bürokauffrau bin und mich damit extrem viele Jahre beschäftigt habe, sei es durch meine Ausbildung, durch meine nachfolgenden Berufstätigkeiten, mittlerweile arbeite ich ja was komplett anderes, ist es einfach so, Papierkram macht bedingt Spaß. Nicht immer, aber gelegentlich. Das heißt, du sammelst alle Papierunterlagen, die du hast, zusammen an einem Ort. Das wird ein Riesenberg, das wird auch erstmal ein paar Stunden dauern wahrscheinlich, bis du alles durchgeguckt hast, aber es wird sich definitiv lohnen, das verspreche ich dir. Grund dafür ist, dass du eine Übersicht bekommst, dass du Klarheit schaffst und dann anschließend auch die Struktur schaffst, die du brauchst für deine privaten Unterlagen oder aber auch für deinen Computer und dann auch deine externe Festplatte, sofern du denn eine Datensicherung von den Unterlagen deines Computers auf einer Festplatte anlegen möchtest, was ich persönlich sehr empfehlen würde. Denn so handhabe ich es seit über 3 Jahren. Ich glaube, meine ganzen Papierorganisationsvideos sind schon 3 Jahre alt und habe ich mir gedacht, machen wir mal ein umfassendes oder ein kurzes Update zu der aktuellen Geschichte, wie ich sie handhabe. Der zweite Punkt, ausmisten und aussortieren. Dazu brauchst du die Aufbewahrungsliste für deine privaten Unterlagen, für geschäftliche Unterlagen, auch für meine Selbstständigkeit muss ich noch andere Fristen einhalten als nur für die Otto Normal 0815 Privatunterlagen. Das ist nun mal ganz wichtig. Fang auch am besten mit dem Punkt an, dass du wirklich jedes Papier in die Hand nimmst und guckst, zu welcher Kategorie gehört es denn. Kategorien finden ist auch sehr, sehr wichtig, denn zum Beispiel, wenn du dir Kategorien anlegst wie Wohnen, also Miete, Nebenkosten etc. oder alle Unterlagen, die deinen Mann betreffen, die deine Kinder betreffen oder auch die dich betreffen, dann findest du schon mal eine grobe Vorsortierstation. Das heißt, du machst dir wirklich Haufen, wenn es auch wirklich ist, auf dem Boden. Das hat mir damals am allerbesten geholfen, wirklich alles auf dem Boden auszubreiten und wirklich in Häuflein vorzugehen. Wichtig ist dann auch, wenn es dann ums Ausmisten geht, dass du dich wirklich bei jedem Papier in jeder Kategorie fragst, brauche ich es noch oder kann das weg? Brauche ich es noch im Original und welche Unterlagen man im Original aufbewahren sollte, steht hier mit drauf. Oder aber reicht es mir als Kopie auf meinem Computer? Das ist wichtig zu wissen. Alle Unterlagen, die mit dem Rentenkonto zu tun haben, also Erziehungszeiten oder Arbeitszeiten, wann du wo gearbeitet hast. All das habe ich zum Beispiel ausnahmslos nur noch auf meinem Computer und auf meiner Festplatte. Ich mache alle 2 Jahre mache ich einen sogenannten Rentenkontoabgleich. Also ich lasse es abgleichen, ob die Zeiten, die ich bisher erwirtschaftet habe an Rentenpunkten, ob das mit dem übereinstimmt, was ich denn hier zu Hause an Unterlagen habe. Wenn das dann geklärt ist, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich scanne die Unterlagen ein und vernichte die Originale mit meinem Schredder. Ich habe so viel wie möglich mittlerweile nur noch digital, denn für den Fall, dass die Bude abbrennt, dann wären die Originalunterlagen sowieso weg. Der Punkt ist allerdings, dass ich es wirklich handhabe und sage, okay, ich habe eine externe Festplatte, die bei uns im feuerfesten Safe liegt. Das heißt, selbst wenn die Bude abfackelt,
dann ist dieser Safe zwar verkohlt, aber der Inhalt ist da drin noch völlig in Ordnung. Bedeutet somit aber dann auch, dass ich wöchentlich, wenn ich genau weiß, okay, ich habe Unterlagen eingescannt, natürlich ein Backup mache. Wenn du dir Kategorien anlegst, bei uns sind sie zum Beispiel nach Wohnen sortiert, wie ich es schon erwähnt habe. Dann hat mein Mann ist eine Kategorie, der Große ist eine Kategorie, der kleine Sohn ist eine Kategorie, ich bin eine Kategorie und die Banken von uns beiden, also von meinem Mann und von mir, haben jeweils nochmal ihren Extraordner. Auch haben wir einen Extraordner für unsere ganzen Versicherungen. Hier finden sich alle Versicherungen drin, das heißt von beiden Autos, von unsere privaten Riester-Rente-Verträge etc. pp. Das waren für uns die sinnvollsten Kategorien. Die Kategorien, da gibt es kein richtig oder falsch. Es muss für dich und ja, für dich und dein System einfach passen. Und für dich und deine Familie muss es einfach passen. Die Kategorien, die du auf dem Papier erstellst, also in deinen Ordnern, exakt die gleiche Kategorie habe ich dann auch auf dem Computer erstellt. Bedeutet, wenn ich etwas einscanne, für zum Beispiel einen neuen Versicherungsbescheid für das jetzige Jahr, also 2021, dann werde ich den in meinem Computer und somit auch dann auf der Festplatte unter Versicherungen in dem Jahresordner 2021 einlegen im Scan, also als Scan-Datei. Und dann unterscheide ich aber in dem Jahr 2021 nochmal nach dem jeweiligen Versicherungsbereich. Also ist es jetzt die Riester-Rente meinerseits, die Riester-Rente meines Mannes, ist es eine Autoversicherung von seinem Auto oder meinem Auto oder aber auch ist es eine Versicherung, die unseren Hausrat betrifft oder auch die private Haftpflicht. Somit hast du die Versicherungsscheine zum Beispiel, das klappt mit allen anderen Unterlagen genauso, sinnvoll nach Jahr kategorisiert und auch einsortiert. Bedeutet, solltest du dann irgendwas suchen und brauchen, weißt du ganz schnell, aha, ich brauche für zum Beispiel die Steuer, hier, mein Steuerunterlagenordner steht hier hinten für unsere private Einkommensteuer. Wenn dann das Finanzamt zum Beispiel sagt, wir möchten bitte den Versicherungsbescheid für das Auto meines Mannes haben aus dem Jahr 2020, kann ich ratzfatz am Computer die entsprechende Unterlage finden und selbstverständlich auch dann ans Finanzamt übermitteln und spare mir einfach den immensen Papierwust hier zu Hause. Sonst sieht man sich irgendwann vor lauter Ordnern nicht mehr durch. Vierter und letzter Schritt sind dann somit auch schon die Routinen. Ja, es bringt nichts, wenn du das einmal machst und dann hat sich bis ans Lebensende erledigt. Nein, schön wär's. Wir kriegen täglich Post. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir Post bekommen, prüfe ich zum Beispiel immer zuerst, wen betrifft es. Betrifft es meinen Mann, lege ich es ihm einfach auf den Küchentisch, da muss er selber reingucken, das ist nicht mein Job. Betrifft es mich, mache ich es auf und gucke dann einfach, ist es Werbung, kann es gleich in den Müll. Ist es zum Beispiel etwas, was ich erledigen muss, dann lege ich es mir auf den Schreibtisch, weil ich genau weiß, ich habe jeden Freitag in der Früh, habe ich dann Zeit. Jetzt gerade aktuell im Homeoffice, habe ich jeden Freitag früh Zeit, mich um diese Dinge einfach zu kümmern, die dann dran sind. Ansonsten, wenn ich arbeiten gehe, ganz normal, ne, wir wissen es alle mit dem großen bösen C, dann mache ich das immer am Samstagvormittag hier zu Hause. Wenn es dann etwas ist, was ich erledigt habe und aber aufheben muss, scanne ich es ein und lege es sofort in die betreffende Ablagekategorie, wie ich es euch vorhin schon erklärt habe, auf meinem Computer einfach ab. Wenn ich dann am Samstag durch bin mit den ganzen Unterlagen zum Erledigen oder Einscannen oder kann weg, dann bin ich ganz offen und ehrlich, nehme ich mir meine Festplatte, mache einfach ein Backup und ich weiß ganz genau, ich habe keine Arbeit verloren, ich habe nichts übersehen und es ist einfach alles erledigt. Wichtig ist dann auch, wenn es Unterlagen sind, die oder wo ich etwas erledigen musste, dass ich mir das direkt, bevor ich das Dokument einscanne, auch direkt draufschreibe, erledigt am. Dann weiß ich nämlich ganz genau, okay, ich habe mich darum gekümmert und wenn dann irgendwann jemand mal sagt, nee, er hätte es nicht bekommen, dann kann ich ganz genau nachgucken und kann sagen, ich habe es erledigt am mit dem Schreiben vom. Und dieses betreffende Schreiben, was ich dann rausschicken musste, wenn es etwas ist, was sich nicht per E-Mail hat lösen lassen, sondern wenn es etwas ist, was dann tatsächlich in Papierform weggeschickt werden muss, dann speichere ich mir dieses Word-Dokument mit dem Datum
auch in den entsprechenden Ordner. Ich hoffe, dir hat diese kleine Rundum-Neuzusammenfassung gefallen. Ich hoffe auch, oder beziehungsweise ich bitte dich darum, wenn du Fragen hast, dass du dir die anderen Videos einfach dazu nochmal anguckst, denn da werden lang, breit und ausführlich sämtliche Fragen auch geklärt. Und sollten dann immer noch Fragen sein, dann drehe ich einfach nochmal ein Video dazu. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Denk dran, diese Liste bekommst du kostenfrei als sogenanntes Freebie auf meinem Blog und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, deine Alena.